Die Gastroenterologie beschäftigt sich mit Magen und Darm, ist eine Unterdisziplin der inneren Medizin. Und dabei geht es um Erkrankungen der Speiseröhre, des Magens, des Dünndarms, des Dickdarms, aber auch der Bauchspeicheldrüse, der Gallenwege und der Leber. Hier geht es nicht nur um reine Diagnostik, sondern auch durchaus direkt um die Behandlung. Und ein ganz wesentliches Werkzeug, was wir bei Diagnostik und Behandlung haben, ist die Endoskopie, die es uns erlaubt, in all diese Bereiche des Körpers auch hineinzusehen und nicht nur Probleme zu erkennen, sondern auch gleichzeitig zu therapieren.